Wenn er diese 10 Dinge nicht innerhalb des ersten Monats sagen kann, ist er es nicht wert. Also du hast gerade erst angefangen, jemanden zu daten und du machst dir wahrscheinlich Sorgen, dass er nur ein weiterer Fehler in deinem Leben sein könnte, was völlig verständlich ist. Ich bin mir sicher, dass du es satt hast, nach all den Hinweisen und Zeichen zu suchen, die dir garantieren, dass er ein echter Mann ist, der dich diesmal nicht verarschen wird. Und falls du dich fragst, ob es eine geheime Formel gibt, die sein wahres Gesicht enthüllen wird, wage ich zu behaupten, dass es sie tatsächlich gibt. Wenn du seine wahren Absichten erfahren willst, achte auf das, was er zu dir sagt, anstatt nur zu beobachten, was er tut. Also wenn er diese 10 Dinge innerhalb des ersten Monats der Beziehung nicht sagen kann, musst du wissen, dass es Zeit ist, weiterzumachen, weil er es einfach nicht wert ist. Erstens, ich mag dich wirklich und genieße es, Zeit mit dir zu verbringen. Es ist normal zu erwarten, dass er bestätigt, dass er dich mag oder dass er gerne Zeit mit dir verbringt, wenn ihr bereits auf mehreren Dates wart und alles reibungslos gelaufen ist und ihr gegenseitige Anziehungskraft und Chemie verspürt. Und wenn er es nicht sagen kann oder es nicht will und denkt, dass du das bereits weißt, dann ist er es definitiv nicht wert. Ein Mann, dem es wirklich wichtig ist, wie du dich fühlst und ob du ihn auch magst, wird immer dafür sorgen, dass er dir als erster sagt, wie sehr er dich mag. Zweitens, das will ich in einer Beziehung. Wenn er nicht genau sagt, wonach er in einer Beziehung sucht, sondern immer wieder mit dir ausgeht und dir vielleicht ständig widersprüchliche Signale gibt, bedeutet das, dass er völlig unentschlossen und wahrscheinlich emotional verkrüppelt ist. Außerdem möchte er dir vielleicht nicht sagen, was er will, weil er bereits weiß, dass er nur da ist, um dich zu manipulieren und sein selbstsüchtiges Ego zu befriedigen. Verlange immer, dass er dir seine Erwartungen erklärt, damit du weißt, ob ihr auf der gleichen Seite steht oder nicht. Drittens. Ich möchte es offiziell machen. Ein Typ, der nur an einer oberflächlichen Romanze und nichts Ernsthaften interessiert ist, wird die Beziehung mit dir nie offiziell machen wollen. Egal wie sehr es danach aussieht, dass ihr definitiv füreinander bestimmt seid. Wenn er eure Beziehung nicht offiziell machen will, bedeutet das, dass er nicht bereit für eine ist. Er wird es nicht tun wollen, weil er offensichtlich nur daran interessiert ist, jemanden zum Spaß zu haben. Oder er ist völlig unentschlossen gegenüber euch beiden. Was auch immer der wahre Grund ist, wenn er nicht bereit ist, mit dir offiziell zu sein, ist er es definitiv nicht wert. Viertens. Ich möchte, dass wir, wenn er nie zukünftige Pläne mit dir macht, und ich meine nicht 2 Jahre im Voraus, solltest du für einen Moment anhalten und darüber nachdenken. Dinge wie, ich möchte, dass wir zu einem Konzert gehen oder etwas besuchen, vorzuschlagen bedeutet, dass er verdammt sicher gehen will, dass er in Zukunft mit dir zusammen sein wird. Es bedeutet, dass er gerne Zeit mit dir verbringt und bereit ist, alles zu tun, um mehr davon zu initiieren. Zu sagen, ich möchte, dass wir, ist der ultimative Satz eines wirklich gesunden Mannes, der weiß, was er will und keine Angst hat, dafür zu kämpfen. Fünftens, ich würde gerne deine Freunde kennenlernen. Falls du seine Freunde bereits kennengelernt hast, er aber immer noch nicht die Bereitschaft zeigt, deine zu treffen, dann stimmt was nicht mit ihm. Vielleicht ist er nicht daran interessiert, deine Freunde kennenzulernen, weil er Angst vor ihrem eventuellen Urteil über ihn und seine Handlung hat. Zusammengefasst, wenn er deine engsten Freunde nicht kennenlernen will, bedeutet das, dass er auch nicht wirklich daran interessiert ist, ein Teil deines Lebens zu sein. Und du wirst sicher nicht deine Zeit mit so jemandem verschwenden. Sechstens, ich möchte dir meine Wohnung zeigen. Es gibt 2 Gründe, warum dir ein Mann seine Wohnung zeigen möchte. Erster Grund, er ist nur daran interessiert, an deine Wäsche zu kommen. Zweiter Grund, er will dir wirklich seine Wohnung zeigen. Um zwischen den beiden zu unterscheiden, solltest du einfach auf sein Verhalten achten, wenn du seine Wohnung besuchst und du wirst es mit Sicherheit erkennen. Solltest du erkennen, dass er nicht die Art von Kerl ist, die nur daran interessiert ist, dich ins Bett zu kriegen, kannst du dir sicher sein, dass er dir wirklich seine Wohnung zeigen möchte und er sein Leben mit dir gemeinsam verbringen will. Siebtens. Ich möchte dich wiedersehen. Wenn ihr auf ein paar Dates wart und ihr eine tolle Zeit zusammen hattet und er nie diesen berühmten Satz, ich möchte dich wiedersehen, sagt, kannst du dir sicher sein, dass an ihm was faul ist. Falls er sein Vergnügen nie bestätigt und sich nie bemüht, euer nächstes Treffen zu initiieren, ist er auch deiner Bemühungen nicht würdig. Achtens. Ich bin vollkommen über meine Ex hinweg. Wenn du weißt, dass er in einer Beziehung war, bevor ihr angefangen habt, euch zu treffen, und er sich weigert, darüber zu reden, dann stehen die Chancen gut, dass er noch Gefühle für sie hat. In diesem Fall wäre es eine gute Alternative, von ihm wegzulaufen. Aber falls er irgendwie darauf hindeutet, dass er vollkommen über seine Ex hinweg ist, ohne es direkt zu sagen, gibt es keinen Grund, sich Sorgen darüber zu machen. Neuntens, ich möchte dich zu einem romantischen Abendessen einladen, anstatt zu einem Drink. Die Relevanz der Bemühungen, wenn es um Dating und Beziehungen geht, kann einfach nicht genug betont werden.
Wenn dein Typ dich also ständig in Bars einlädt, um Getränke zu trinken, anstatt eines friedlichen, romantischen Abendessens von Zeit zu Zeit, bedeutet das, dass er sich nicht ausreichend anstrengt, um dich besser kennenzulernen? Was bedeutet, dass er es nicht wert ist? 10. Erzähl mir von deinen Lebenszielen. Das bedeutet, dass er total daran interessiert ist, dich besser kennenzulernen und er mit all deinen Zukunftsplänen vertraut sein will, damit er sie mit seinen koordinieren kann. Wenn du also nie den Satz "Erzähl mir mehr über dich oder deine Lebensziele" innerhalb des ersten Monats der Beziehung hörst, solltest du ernsthaft darüber nachdenken, da rauszukommen, bevor es zu spät ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.